Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Punktspiel zwischen Holstein Kiel und Fortuna Köln. Die Partie endete vor 3.952 Zuschauern 5:1 für Holstein Kiel. Ich grüße die beiden Trainer, Koschinat von Köln und Markus Anfang von Kiel. Herr Koschinat, wie haben Sie die 90 Minuten erlebt? Oh, das ist eine gute Frage. Glaube ich, muss man als allererstes mal Holstein Kiel zum Sieg gratulieren und vor allen Dingen auch ein Kompliment machen, wie die Mannschaft dann vor allem in der zweiten Halbzeit ihre fußballerische Überlegenheit dann auch tatsächlich in Aktionen umgemünzt hat. Da war das schon klasse. Was mich viel, viel mehr beeindruckt hat, war die Körperlichkeit nach dem 2:1, mit der die Mannschaft nachgesetzt hat und immer wieder auch das Tempo hochhalten konnte. Insofern muss man am Ende sagen, waren wir in vielen Phasen heute überfordert. Mit Sicherheit auch ein Stück weit selbst verursacht, weil wir natürlich den Gegner auch eingeladen haben, am Ende diesen deutlichen Sieg herauszuschießen. Ich glaube, wer das Spiel bis zur 29. Minute gesehen hat, der hätte vielleicht nicht unbedingt darauf getippt, dass es am Ende ein dermaßen erkannter Sieg wird. Wir haben uns in den letzten Wochen, auch schon vor der Winterpause, in eine sportliche Situation gebracht, die vielleicht nicht unbedingt mit unserem eigentlichen Leistungsniveau und unseren Möglichkeiten irgendwo einhergeht, aber so ist die dritte Liga. Wir haben dort sehr, sehr viele enge Spiele gewonnen und hatten natürlich dann eine sehr gute Ausgangssituation heute vor dem Spiel. Und uns war schon klar, dass Holstein Kiel natürlich hier unbedingt einen Dreier holen muss, um oben dran zu bleiben. Und wir wollten hier eine aktive Mannschaft sein, die das Spielgeschehen auch in die eigene Hand nimmt. Wir haben versucht, den Gegner sehr, sehr frühzeitig unter Druck zu setzen, ihn nach Möglichkeit in keinen kontrollierten Spielaufbau kommen zu lassen. Ich glaube, das hat wirklich die ersten 29 Minuten gut funktioniert. Da ist natürlich immer das Risiko gegeben, dass du in 1-gegen-1-Situationen hinten mal zweiter Sieger bist und dann auch sehr, sehr schnell es zu Tormöglichkeiten für den Gegner kommt. Aber ich habe in der ersten Phase auch gute Umschaltmöglichkeiten von uns gesehen. Aber ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Und wenn meine Jungs aus diesem Spiel eben genau diesen Unterschied lernen, dann ist heute schon wahnsinnig viel Positives geschehen. Ich glaube, dass Kiel einfach Spieler hat, die in der Lage sind, diesen letzten Pass dann so zu spielen, auch unter Druck zu spielen, dass man eben zu Tormöglichkeiten kommt. Wir haben dann leider Gottes in den Situationen häufig die falsche Entscheidung getroffen. Zum 2:1, zum Anschlusstreffer, sind wir ein Stück weit gekommen wie die Jungfrau zum Kind, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Dann haben wir eine Unachtsamkeit ausgenutzt und eigentlich war es dann unser Vorhaben, das Spiel mit diesem Spielstand möglichst in die Endphase des Spiels zu bringen, um hier auch eine gewisse Unruhe zu erzeugen. Und die Geschichte war quasi mit dem eigenen Anstoß der Makulatur. Mit dem 3:1 sind uns die Dämme gebrochen. Kiel hat uns deutlich individuell, aber auch mannschaftstaktisch die Grenzen aufgezeigt. Und am Ende, glaube ich, müssen wir uns bei der ein oder anderen Nachlässigkeit des Gegners, bei der Chancenverwertung bedanken, dass wir nicht noch höher verloren haben. Das ist dann bitter, das muss man so mitnehmen. Aber es hat am Ende dann auch tatsächlich den Leistungsunterschied so dargestellt. Und das müssen wir heute anerkennen. Danke. Ja, danke schön. Markus, was sagst du zum Spiel? Ja, für uns war klar, dass das ein Spiel wird. Wir werden früh angepresst, das war klar, weil Fortuna Köln möchte natürlich, dass wir den ersten, zweiten Ball spielen, haben kopfballstarke, physisch unheimlich starke Spieler in ihren Reihen und haben versucht, darüber ins Spiel zu kommen. Deswegen haben sie uns auch vorne angepresst, das war für uns klar. Und haben dann trotzdem versucht, von hinten heraus Fußball zu spielen, dann ist halt auch der lange Ball. Fetscher hat ihn dann nachher ein bisschen besser festmachen können und immer wenn wir ihn haben festmachen können, haben wir immer eine Torschance gehabt. Und es war klar, dass es irgendwann mal zu dem Zeitpunkt kommt, dass du dir aus diesen Spielsituationen Chancen erarbeiten musst. Aber es war ein Mentalitätsspiel. Und wir haben jetzt bisher unheimlich viele gute Fußballspiele abgeliefert, aber dieses Fokussiertsein, diese Mentalität am Ende, die hat uns irgendwie in manchen Spielen immer in den entscheidenden Momenten gefehlt. Die haben wir heute gezeigt. Und deswegen haben wir heute auch das Spiel gewonnen. Nachdem wir 2:0 geführt haben, bin ich sogar froh, dass wir kurz vor der Halbzeit das 2:1 bekommen haben. Die Spannung ist dementsprechend hoch geblieben. Und ich habe es auch in der Halbzeitpause irgendwie gemerkt, die Jungs, die wollten unbedingt nachlegen, sind dann rausgegangen, haben auch nachgelegt. Ja, ich glaube, der Sieg ist verdient, aber am Ende ist es nur ein Sieg und nichts anderes. Und wir haben schon ganz viele Spiele gehabt, die wir hätten gewinnen müssen. Wir haben ja nicht gewonnen, heute haben wir gewonnen, aber es ist halt auch nur ein Spiel, was wir gewonnen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber ich glaube, einer hat es verdient gewonnen. Da können wir uns heute drüber freuen. Ab morgen werden wir uns darauf vorbereiten, auf das nächste Spiel. Und es ist immer schön, wenn man hört, dass wir oben angreifen wollen.
Das ist immer interessant für uns selber. Es ist natürlich wichtig, einfach nur Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, wenn wir das weiterhin machen, von Spiel zu Spiel gucken, die Mannschaft, die dann Spiele gewinnt, wird zwangsläufig oben dabei sein. Die Mannschaft, die Spiele nicht gewinnt, wird zwangsläufig unten dabei sein. Das gibt einfach die Liga her. Und heute war ein typisches Drittligaspiel. Viele erste, zweite Bälle, viel Kampf, viel Mentalität. Und heute hat die Mannschaft gewonnen, die vielleicht in manchen Situationen vielleicht ein bisschen mehr Mentalität hatte und darüber hinaus ihre fußballerische Qualität eingesetzt hat. Danke. Vielen Dank, Markus. Gibt es Fragen, die beiden Trainer? Gibt es nicht, dann bleibt mir noch unsere 17 heute gegen TB Berlin dazu gewonnen. Unsere 19 spielt morgen um 11 in Kohlenstorf gegen Werder Bremen. Dann wünsche ich unseren Gästen aus Köln eine gute Heimreise und wir sehen uns wieder am 4. März am Spiel gegen Paderborn. Danke.